das hier ist Inter Miami, der neue Verein von Lionel Messi. Und die spielen dank einer Ausnahmeregel zum ersten Mal in der Champions League. Und Kapitän Messi hat mit Miami ein klares Ziel. Ein letztes Mal die Champions League gewinnen. Das wird mit dem aktuellen Kader aber schwierig, denn der ist näher an Schalke als am Champions League-Sieg dran. Echt super. Doch Inter Miami hat eine Geheimwaffe, denn nach jeder Saison dürfen sie einen Spieler auf ein 99er-Rating upgraden. Und dieses Video endet erst, wenn Messi mit Inter Miami die Champions League gewonnen hat. In Saison Nummer 1 wird es gleich mal knusprig, denn sie müssen sich gegen Man City, Barca und die Young Boys Bern beweisen. Und im ersten Spiel wird es für Messi direkt mal emotional, denn es geht gegen seine alte Liebe, den FC Barcelona. Ja, holla die Waldfee, was ist denn da los? Die gewinnen sogar mit 3-2. Das... Oh mein Gott. Aber wie frech ist bitte EA? Miami mit mäßiger Form. Die nehmen Bars auch komplett ups. Und nach dem ersten Spieltag sieht's gut aus. Vielleicht schaffen wir in Saison Nummer 1 direkt die Sensation. Giga, und was los mit uns? Wir schlagen auch die Young Boys und Messi macht 2 Golassos. Also wenn wir jetzt noch Vorjahressieger Man City weghauen, dann habe ich ehrlich gesagt schon alles gesehen. Oh, okay, ja, das wird doch ein längerer Weg noch. Wir haben 0-5 aufs Maul bekommen. Sieh an, aber im Rückspiel war schon deutlich besser. Nur 0-1. Einmal dieser Kack-Haaland. Huhu, aber wir sind nach 4 Spieltagen trotzdem auf Platz 2, punktgleich mit Barca. Wir könnten direkt in die Kofas einziehen. Aber heute braucht es definitiv einen Sieg gegen die Young Boys. Und wir verlieren mit 1-2 zu Hause. Ja, leck mich fett. Ach, und ihr seht's in der Tabelle. Jetzt brauchen wir gegen Barca ein Fußballwunder. Naja, und ein Wunder ist es fast. Wir haben wieder nicht verloren, aber ein 1-1 reicht nicht. Aber in unserer ersten Champions-League-Saison immerhin Gruppendritter gewesen und immerhin einmal Barca geschlagen. Und Freunde, später im Video werden wir noch ganz andere Vereine besiegen, wilde Torfeste feiern und spannende K.O.-Matches bestreiten. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg. Erstmal müssen wir das Glücksrad drehen für die Position und wir bekommen direkt das Upgrade auf der Stürmerposition. Und Freunde, auch wenn es jetzt Sinn machen würde, Martinez abzugraden, der hat nur ein 75er-Rating, ich muss die Chance nutzen und Messi die verdiente 99 geben. Und dieses Upgrade für Messi könnte noch richtig wichtig werden, Freunde, denn für jedes Mal, wenn Messi Champions League Torschützenkönig werden sollte, dürfen wir ein Bonus-Upgrade tätigen. Dann drehen wir auch schon das Gruppenglücksrad und für Saison Nummer 2 muss Messi mit Miami in Gruppe D ran. Benfica Lissabon, Inter Mailand und Red Bull Salzburg heißen dort die Gegner. Ah, schade, und das Inter-Duell mit Inter Mailand geht knapp mit 1-2 verloren. Aber Salzburg heute Messi, das kann kein Problem sein. Let's go und wir verlieren 0-3. Ja, das ist gar nicht gut. Oh je, und auch gegen Benfica setzt eine Niederlage. Digga, und was ist bitte mit dem 99er Messi los? 3 Spiele, 0 Tore in der Champions League, da hat sogar Sergio Busquets mehr. Tja, nach der Hälfte der Gruppenphase und noch mit 0 Punkten sieht's gar nicht gut aus. Wir müssen heute Benfica schlagen. Ja, ich sag mal nichts dazu. Immerhin hat Messi getroffen. Und gegen Salzburg sogar 2 Tore gemacht, aber trotzdem haben wir nur 2 Tore gespielt. Können wir denn wenigstens bitte das prestigeträchtige Inter-Duell gegen Inter Mailand noch gewinnen? Antwort nein, Messi wieder 2 Tore, aber wir verlieren mit 2-3. Tja, die zweite Champions-League-Saison war für Miami eine zum Vergessen. Nur 1 Punkt, 16 Gegentore und in der Gruppenphase ausgeschieden. Tja, wie gesagt, Freunde, das könnte heute eine lange Aufnahme werden, denn ich höre erst auf, wenn Messi mit Miami die Champions-League gewonnen hat. Darum ist es jetzt auch an der Zeit, das Glücksrad wieder zu drehen für unser nächstes Upgrade und das bekommt der linke Außenverteidiger. Oh, und das ist bitter, Freunde, denn Jordi Alba ist sowieso schon einer der besten Spieler im Kader. Andererseits über ein 99er Upgrade darf ich mich eigentlich nicht beschweren. Denn damit haben wir jetzt mal eben auf Lock die 2 besten Spieler der Welt bei uns im Inter Miami Kader. Mit den Upgrades haben wir jetzt immerhin auch schon das 4-Sterne-Rating. Yes! Endlich besser als Schalke. Und wir drehen vor Saison 3 das Gruppenglücksrad und müssen es dieses Mal in Gruppe E versuchen. Naja, Feyenoord, Atletico und Lazio ist wieder keine leichte Gruppe. Yes, wir starten aber mit einem Auswärtssieg und Messi und Jordi Alba mit den Toren. Hallo, hallo, und auch gegen Lazio Rom den Punkt geholt. Das würde ich jetzt auch gegen Atletico unterschreiben. Never mind. Wir haben gerade 0-6 aufs Maul bekommen und dieser Correa hat sogar 4 Tore gegen uns gemacht. Boah, das war zu Hause. Ich habe Angst vor dem Rückspiel in Madrid. Ah, ich gucke hin und 1-4. Ja, ist besser. Und wir haben immer noch die Chance weiterzukommen. Sind nur einen Punkt hinter Lazio. Aber guck mal, wir haben schon 13 Gegentore kassiert, Alter. Das geht einfach nicht. Oh, und das nächste Unentschieden gegen Lazio. Aber wir haben 3-1 geführt bis kurz vor Schluss. Das ist bitter. Aber wir haben trotzdem gute Karten, denn wir spielen am letzten Spieltag gegen Feyenoord. Und ein Sieg würde uns wahrscheinlich reichen. Puh, durchatmen, Männer. Kommen wir zum ersten Mal in die K.O.-Phase. Nein, wir verlieren gegen Feyenoord zu Hause. Perfekt. Ah, und sogar noch besser. Damit sind wir sogar jetzt noch Gruppenletzter geworden. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, brauchen wir vom Glücksrad jetzt einen Defensiven. Wir kassieren zu viele Gegentore, bekommen aber einen zentralen Mittelfeldspieler. Und das ist dieser Kollege Cremaschi hier. Er geht hoch von einer 65 auf eine stabile 99. Und laut Glücksrad bekommen wir auch direkt nochmal die Chance, uns in Gruppe E zu beweisen. Na, hoffentlich kassieren Messis Jungs dieses Mal weniger als 18 Gegentore.
Oje, der Start gleich mal schlecht. Niederlage gegen Feyenoord. Gegen Lazio gibt's immerhin wieder ein 1-1. Aber ich habe jetzt schon wieder die Hosen voll vor dem Spiel gegen Atletico. Aber warum dieses Mal? Wir haben den Punkt geholt. Und Atletico hat davor alle beiden Spiele gewonnen. Wir sind zwar Gruppenletzter, aber es ist sehr, sehr eng. Ach, schade, aber das Rückspiel gegen Atletico geht verloren. Yep, und es ist wie so oft, wir brauchen ein Fußballwunder. Das gibt's aber nicht, denn wir haben noch gegen Lazio verloren und auch gegen Feyenoord verloren, wurden Gruppenletzter. Und das mit gerade mal 2 Punkten, egal. Aber wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, müssen weiter Gas geben und bekommen als nächstes Upgrade einen Innenverteidiger für die Ersatzbank. Nein! Und damit geht er hier, Kollege McFay, hoch auf ein 99er Rating. Das Ding ist halt, ich darf ihn nicht einwechseln, das darf nur der automatische Trainer tun. Ja, glaube ich, Senor. Und Freunde, wundert euch nicht, warum der Kerl hier nur ein 94er Rating hat. Ich habe alle Stats auf 99 hochgepusht, aber defensives Bewusstsein und Ruhe kann man nicht höher machen. Darum nur die 94. Und apropos 94, ich wäre froh, wenn wir heute nicht noch 94 Versuche brauchen würden. Beim nächsten greifen wir in Gruppe B an. Sevilla, Arsenal und Los lauten da die Gegner. Schwierig, aber machbar. Und nach einem 1-1 gegen Sevilla, einem 2-2 gegen Arsenal und einem 2-0-Sieg gegen Lens stehen wir nach der Hälfte der Gruppenphase auf Platz 2. Es könnte das erste Mal mit der K.O.-Phase klappen. Yes, und ganz wichtiger Sieg. Cremaschi macht's 1-0 gegen Lens. Und da tritt mich doch ein Elch, wenn wir das jetzt noch verkacken sollten. Oh, knapp gegen Arsenal verloren, aber nichts passiert. Denn vor dem letzten Spieltag haben wir 2 Punkte Vorsprung auf Lens. Wir müssen irgendwie nur einen Punkt gegen Sevilla holen. Oh, aber das gibt's nicht. Die treffen in der 89. und wir verlieren. Komm, bitte hat es trotzdem gereicht und wir wurden Zweiter. Yes! Oh, das erste Mal in der Gruppenphase. Huch, aber da haben wir im Achtelfinale ausgerechnet unseren Angstgegner Atletico Madrid ergattert. Aber wer weiß, vielleicht sind wir eine Mannschaft für die K.O.-Phase. Antwort scheint so 0-0 gegen Atletico, alles offen. Durchatmen, Männer, Rückspiel in Madrid und Llorente macht's in der Verlängerung. Aber wir waren richtig nah dran, Freunde. Das Zwischenziel K.O.-Phase erreichen kennen wir jetzt und haben wir abgehakt. Das nächste Teilziel muss das Halbfinale sein und dafür brauchen wir ein gutes Upgrade vom Glücksrad. Und es wird der rechte Innenverteidiger. Yes! Und das ist er hier, Kollege Aviles. Glückwunsch von 68 hoch auf einen 99, Bruder. Beziehungsweise auch bei ihm nur ein 95er Rating, auch wenn alle seine Werte auf 99 sind. Aber damit haben wir jetzt ein 4,5 Sterne Rating und hoffentlich eine bessere Defensive. Und die werden wir auch brauchen, es geht in unsere alte Lieblingsgruppe. Gruppe E. Ihr wisst schon, Freunde, die Gruppe mit Feyenoord, Atletico und Lazio, die, in der wir schon mal 18 Gegentore gefressen haben. Aber dieses Mal starten wir gut rein mit einem Sieg gegen Feyenoord. Yes, und das gefällt mir gut, auch gegen Lazio gewinnen wir. Huch, und guck an, auch gegen Atletico. Bruder, wir spielen ja bislang die perfekte Gruppenphase und Sekunde, Atletico hat noch nicht mal den Punkt gemacht. Ja, okay, jetzt schon, wir verlieren 0-2. Ja, und auch gegen Lazio die nächste Niederlage. Aber noch ist nichts verloren, Freunde, am letzten Spieltag einfach gegen Feyenoord einen Punkt holen. Yes, tun wir. Und damit gehen wir als Gruppenzweiter zum zweiten Mal in Serie in die K.O.-Phase und dort bekommen wir es im Achtelfinale mit Man United zu tun. Der Gegner, gegen den Messi in seinem ersten Champions-League-Finale damals getroffen hat. Und apropos Lionel Messi, der hat 4-mal in seiner Karriere die Champions League gewonnen. Einmal weniger als Cristiano Ronaldo. Mit dem will er heute unbedingt gleichziehen. Und den ersten Schritt können wir heute gegen United gehen. Antwort 1-1 im Hinspiel. Oh, und unser Innenverteidiger Aviles hat getroffen. Let's go, Jungs. Zeigt's nochmal im Rückspiel. Bitte, ich will hier United raushauen. Wir verlieren 4-3. Das war richtig knapp. Aber wir sind definitiv auf dem richtigen Weg, Freunde. 2-mal in Serie K.O.-Phase. Und wenn das Glücksrad jetzt noch mitspielt, und das sieht gut aus, denn wir bekommen ein Torwart-Upgrade. Und Freunde, den Tag wird sich unser Torwart Drake Callender ganz, ganz sicher in seinem Calendar markieren. Denn er geht von der 70 auf eine 99 hoch. Und mein Joke war auch Minimum eine 99. Oder? Definitiv nein. Naja, wenn du trotzdem lachen musstest, lass doch gerne ein Like auf diesem Video. Da wird mich sehr, sehr freuen. Und wir freuen uns jetzt auf Gruppe F. Oh Gott, das ist die Todesgruppe. Ah, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und der AC Mailand lauten die Gegner. Das wird frech. Aber gut, der Kader sieht alles andere als schlecht aus und unser 99er Kalender darf sich jetzt direkt beweisen. Ja, und hallo, ich glaube, mein Schwein pfeift. Wir schlagen Milan zum Start auswärts mit 3-1. Oh, und wir sind Gruppenerster. Ich habe so ein Gefühl, das wird unsere Saison. Heute hauen wir Paris weg. Naja, nicht ganz, aber 1-1 gespielt. Und das wohlgemerkt, obwohl Sergio Busquets und dieser Yedlin verletzt sind. Aber die Verletzung stört mich gar nicht so, denn der automatische Trainer lässt da einmal diesen McVay spielen. Ja, und jetzt glaube ich dann wirklich, wir hauen auch den BVB mit 4-2 in die Pfanne. Was so ein guter Torwart alles ausmachen kann. Nach der Hälfte der Gruppenphase stehen wir mit 7 Punkten ungeschlagen auf Platz 1.
der Todesgruppe. Tja, und unser Torwart Kalender, der muss fast den Hypers mal tragen, Freunde. Anders ist seine gute Figur im Tor eigentlich nicht zu erklären, denn damit hat er immer ein Lächeln auf. Link ist unten in der Beschreibung im Dezember. Kommt nochmal ein Drop. Alter, und wir schlagen auch Dortmund zu Hause und dieser McVay macht das nächste Tor. Digga, das ist unser Ersatzinnenverteidiger und der ist mit 4 Toren einfach auf Platz 4 in der Torjägerliste. Und wir sind auch schon fast safe in der K.O.-Phase. Ja, komm, und jetzt glaube ich es dann wirklich. Wir schlagen Paris auswärts 3-0 und dieser McVay hat schon wieder ein Tor gemacht. Aber nein, Freunde, schlechte Nachrichten aus der medizinischen Abteilung. Jedlin ist wieder fit. Das heißt, wir haben einen 69er Rechtsverteidiger. Naja, gegen Milan reicht's trotzdem und McVay hat schon wieder getroffen. Messi hat, glaube ich, noch gar kein Tor, aber der Kerl als Innenverteidiger einfach schon 6. Es ist zu wild. Und wir wurden mit 5 Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen Gruppenerste und im Achtelfinale gibt's das Interduell mit Mailand. Aber ich sag's euch, wir sind einer der Top-Favoriten dieses Jahr. Let's go, Männer, hinspielt. Gute Ausgangsposition schaffen. Nein, das gibt's nicht und dann choke man das Hinspiel mit 1-3. Ah, es braucht ein Wunder im Rückspiel. Nope, das gibt's nicht. Einziges Wunder. Messi hat mal getroffen, aber wir scheiden. Ich bin ehrlich zu euch, hätte ich mir nach der Gruppenphase mehr erwartet, aber vielleicht macht das Glücksrad das wieder wett und wir dürfen den ZDM upgraden. Und das ist natürlich unser Allstar Sergio Busquets, aber beim Glücksrad kann ich mich heute echt nicht beschweren. Und bei euch, Freunde, kann ich mich auch nicht beschweren, denn ihr habt die 100.000 Abos auf diesem Kanal vollgemacht. Kuss geht dafür raus, aber der FC Schalke 04 hat sogar 200.000 Abos. Come on, den holen wir schon noch ein, oder? Also, gerne ein Abo auf diesem Kanal da lassen. Danke. Und ich habe Busquets das 99er-Upgrade gegönnt, das Glücksrad gedreht und Gruppe H erwischt. Barca, Porto und Shakhtar Donetsk, das klingt machbar. Denn Freunde, wir haben den nächsten Meilenstein erreicht. Wir haben das 5-Sterne-Rating. Und ihr seht es an der Gruppenphase-Tabelle, Freunde, das 5-Sterne-Rating hat sich bemerkbar gemacht. Wir haben nur ein Spiel gegen Porto verloren, ansonsten alles gewonnen. Gegen wen geht's im Achtelfinale? Es ist der BVB. Das ist möglich. Durch, ich hab mein Hinspiel gegen Dortmund. Oh, Sekunde, warum steht dieser McVay in der Innenverteidigung jetzt? Lul, Freunde, und ich habe gar nichts gemacht, aber der Kerl ist im Dezember ablösefrei einfach gewechselt. Ja, nehme ich jetzt auch mit. Yes, und wir gewinnen das Hinspiel auswärts in Dortmund und Innenverteidiger Aviles macht 2 Tore. Let's go, Männer, das kann im Hinspiel gegen den BVB jetzt kein Problem sein. 1-1, ganz knapp, aber wir sind durch. Und Kapitän Messi freut sich. Miami ist in exzellenter Form und im Viertelfinale jetzt gegen den FC Arsenal. Komm, gute Ausgangslage im Hinspiel schaffen. Jammern, und das gelingt uns auf jeden Fall. Wir haben 3-1 gewonnen, aber Jordi Alba hat auch eine rote Karte gesehen. Fürs Rückspiel sollte das trotzdem jetzt irgendwie reichen. Können wir zum ersten Mal ins Halbfinale kommen? Wir gewinnen auch die Partie mit 2-1 und haben das nächste Ziel. Halbfinale erreichen. Erreicht. Ja, genau, Fabi. Ziel erreichen, erreicht. Meine Deutschlehrerin wäre stolz auf mich. Und Kapitän Lionel Messi, der ist stolz auf seine Jungs von Inter Miami, dass die alles in die Waagschale werfen, um ihm ein letztes Mal diesen großen Traum zu erfüllen. Und es sind diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt, wenn man im Halbfinale ausgerechnet das Inter-Derby gegen Inter Mailand spielen muss und das andere Halbfinale City gegen Real. Das ist die Creme de la Creme des Fußballs. Aber wir haben den Fokus am Halbfinale gegen Inter. Und das Hinspiel gewinnen wir mit 2-1. Aviles und McVay, Junge, unsere Innenverteidiger sind die besten Stürmer. Ich meine, man muss auch fair sein. Beide haben auch 99 Schießen. Aber trotzdem. Jetzt ein letztes Mal tief durchatmen. Und das erste Champions-League-Finale von Inter Miami ist Vereinsgeschichte sichern. McVay, der Innenverteidiger, trifft wieder. Und im Champions-League-Finale wartet die aktuell beste Mannschaft der Welt, der Vorjahres-Champions-League-Sieger im Real-Life, Man City. Und für Kapitän Leo Messi bedeutet dieses letzte Champions-League-Finale einfach alles. Er hat nochmal eine Ansprache an seine Teamkollegen gegeben, haut alles rein und wir holen uns den Henkelpott. Oh mein Gott, ich bin sowas von nervös, aber es hilft nichts. Wir gehen einfach rein und sehen 0-0 und wir haben 6-5 im Elferschießen und Messi haut den Entscheidenden rein. Das kannst du dir nicht ausdenken. Inter Miami gewinnt die Champions League und Kapitän Lionel Messi krönt seine Karriere. Und hier unten habe ich noch ein weiteres spannendes Champions League Video für dich. Viel Spaß beim Angucken. Wir sehen uns.